Ich zeige euch heute, wie ihr in 5 Minuten 50.000 Dollar in GTA Online legal machen könnt. Herzlich willkommen hier zurück auf dem besten Gaming-Kanal der Welt, auf meinem Gaming-Kanal natürlich. Ich zeige euch heute in 5 Minuten, wie ihr legal in GTA Online 50.000 Dollar machen könnt. Das ist ganz einfach. Ich zeige euch einfach mal, wie ich vorgegangen bin und ja, los geht's. So, als erstes gehen wir natürlich in den Singleplayer. Wir lassen uns ganz einfach reinswitchen. Danach gehen wir in Online, GTA Online spielen, Solo-Sitzung. Let's go. Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, Bruder, Alter, ich hab voll Glitch, Alter. Ich gehe da einfach rein oder auf so eine Website, klicke einen Rev-Link und dann kriege ich da 50 Milliarden Dollar für 50 Euro. Aber es gibt ja noch die ehrlichen Leute, die sagen, hey, ich spiele GTA Online zum Spaß und ich will nicht sofort alles auf einmal haben, sondern ich will mir das verdienen. Aber wenn ihr zum Beispiel kurzfristig irgendwas haben möchtet, zum Beispiel eine Karre, die 500.000 kostet oder, dann habt ihr natürlich das Problem, dass ihr da entweder einen Heist spielen müsst, der mega kompliziert ist und der ewig lang dauert, oder ihr habt sowieso noch was auf der hohen Kante. So, was wir als erstes brauchen ist, brauchen wir nicht unbedingt, wir brauchen ein Penthouse, Leute. Und da gehen wir gleich mal rein. So, Leute, wir sind im Penthouse. Wenn ihr kein Penthouse habt, geht das natürlich auch. Ich zeige euch erstmal die Variante mit dem Penthouse. Als erstes stellt ihr ein, dass ihr als Spawnpunkt das Casino auswählt. Das heißt, ihr solltet hier ein Apartment gekauft haben. Es ist auch teuer, ich weiß. Casino, Penthouse. Das bringt euch den Vorteil, dass ihr immer hier wieder spawnt. Das heißt, das, was wir gleich machen, beruht darauf, dass ihr immer wieder im Casino spawnt. Beziehungsweise im Penthouse. So, wenn ihr das gemacht habt, geht ihr einmal hier vor und hier gibt es diesen Typen oder diese Frau. So, ihr geht dahin, Blackjack, ja, okay, wir bestätigen. Und hier habt ihr jetzt eine 50-50-prozentige Chance zu gewinnen. Ganz einfach. Ihr müsst euch ein bisschen damit auskennen. Ihr sagt jetzt hier Höchstbetrag 50.000 Dollar einsetzen. So, jetzt habe ich 50.000 gesetzt. So, ich habe schon mal 10. Jetzt kriege ich gleich meine zweite Karte. Du hast einen Blackjack. Ich habe gewonnen, das war's schon. Ich habe gerade 100.000 gewonnen. Ich habe sogar 125.000 gewonnen, weil ich einen Blackjack habe. So, und das ist das Einzige, was ihr wissen müsst. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 16 habt und der Typ hier, der da, der hat 17, dann hat der gewonnen. Deswegen, wenn das passiert, macht ihr folgendes. Ihr geht ins Menü, sagt hier Spiel schließen, schließt das Spiel und ladet es neu. Dann habt ihr die Kohle immer noch wieder, beziehungsweise die Jetons. Bei mir sind es jetzt 1,29 Millionen. Wenn ihr jetzt gewonnen habt, wie ich eben zum Beispiel mit dem Blackjack, dann macht ihr folgendes. Ihr drückt nach unten, geht in den Singleplayer-Modus. Das ist nämlich diese Sache, die sagt, okay, ich speichere dein Spiel. 1,2 Millionen behalten wir mal im Kopf. Und die anderen sagen jetzt wieder, Bruder, Mann, das dauert zu lange. Ab in 10 Minuten habe ich 50 Milliarden. Ja, okay. Dann brauchst du es ja nicht mehr spielen, dann hast du ja alles. So, wir sind jetzt hier im Singleplayer. Bei der Alten auf dem Bett. Jo, moin. So, was wir jetzt machen, wir schließen das Spiel. Wir schließen das Spiel, Hof geschlossen. Und dann starten wir es wieder. Und es geht von vorne los. Wir gehen wieder in den Singleplayer. Dann wählen wir online aus, sodass wir im Casino landen. Und ja, dann geht die ganze Sache von vorne los. Also, falls ihr verliert, macht da die App zu. Falls ihr gewinnt, geht ihr in Singleplayer und schließt dann die App und geht dann wieder neu rein. Der Vorteil ist natürlich an den neuen Konsolen. Das heißt, wenn ihr GTA Online auf der internen Festplatte von der PS5 habt, wenn ihr dieses Video in 10 Jahren guckt oder in 5 Jahren, hat wahrscheinlich schon jeder eine PS5. Vielleicht ist das auch schon gefixt. Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das werden wir dann schon sehen. Auf jeden Fall, bei mir dauert es, glaube ich, 45 Sekunden, bis ich im Singleplayer bin. Und auf meiner alten PS4 hat es trotz SSD, glaube ich, 2 Minuten oder 3 Minuten gedauert. Und auf einer ganz alten PS4 dauert es wahrscheinlich 5 Minuten. Deswegen, eine neue Konsole macht schon Sinn. So, wir gehen nochmal online. Ich zeige euch nochmal den anderen Weg. So, ich spawne in meinem Casino. Ihr seht schon. Das heißt, ich gehe jetzt mal ins Hauptcasino, um euch den anderen Weg zu zeigen. Könnt ihr jetzt natürlich wieder hier durchrennen zu dem Typen oder zu dieser Frau. Wer weiß es schon. So, ist diesmal wieder ein Mann und könnte die ganze Schiene nochmal machen. Wir haben immer noch 1,29 Millionen. Genau. Hier geht's raus. Es gibt verschiedene Ausgänge. Wir gehen ins Casino. So, wir sind im Casino. Er sagt mir, ich kann am Glücksrad drehen. Ich habe mir gestern schon das Auto geholt. Wenn ihr wissen wollt, eine einfache Möglichkeit, um das Auto zu gewinnen, da kann ich auch gerne mal ein Video dazu machen. Schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar in die Kommentare. So, und wenn ihr richtig abgebrüht seid, dann geht ihr noch hier hin, redet mit dem Kassenpersonal und holt euch euren Besucherbonus ab. Da kriegt ihr 1000 Dollar. Das Problem ist nur, wenn ihr jetzt verliert und dann das Spiel schließt, dann müsst ihr wieder neu hingehen und die 1000 Dollar holen. Also macht das am besten danach, wenn ihr gewonnen habt. So, ihr müsst auf jeden Fall in die High Limits reingehen. So, und hier geht die gleiche Geschichte auch wieder. Ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr kein Apartment habt, dann könnt ihr das natürlich auch so machen, wie jetzt hier halt, ne? Ihr geht einfach an den Tisch. Nee, das ist Poker-Moment. So, Blackjack, Hof, nehmen wir
war. Welcome, welcome. Alles klar, dann gib mir mal eine Karte. So, ich mache Maximaleinsatz 50.000. Wir erinnern uns, wir haben noch 1,25 Millionen. Da wurde jetzt schon was abgezogen. Wie viel habe ich? Wie viel habe ich denn? Ich habe 12. So, ich nehme noch mal eine Karte. Ich habe 20. Das heißt, ich gehe jetzt auf Halten. Der müsste jetzt 21 haben, um mich zu besiegen. So, der hat 19. So, ich habe 100.000 gewonnen. Also plus 50. Man setzt 50 ein. Wenn man gewinnt, dann passt das. So, jetzt gehen wir hier wieder weg. Jetzt gehen wir in den Singleplayer. Das ist ganz wichtig. Wir gucken noch mal. Wir haben 1,35. So, Leute, wir sind zurück im Singleplayer-Modus. Ihr wisst Bescheid. Ihr drückt einmal hier PlayStation-Taste. Spiel schließen. Und Spiel starten gleich wieder. Warum mache ich das denn überhaupt? Weil das Spiel muss denken, ich logge mich neu ein. Damit würde es Save Game übertragen. Und ansonsten, wenn ihr hin und her wechseln würdet, dass der das merken würde, wenn ihr online euch einloggen würdet. So, wir sind wieder im Singleplayer-Modus. Und wir machen wieder die gleiche Geschichte wie hier in online Solo-Sitzung. Los. So, wir sind wieder im Casino. Und wir gucken mal, wir müssten 1,35 Millionen haben. Ja, haben wir. Ja, genau, Leute, so funktioniert das. Wie gesagt, wenn ihr kein Apartment habt, könnt ihr einfach einen Spawnpunkt auswählen. Macht dazu eine Solo-Sitzung. Ansonsten werdet ihr abgeknallt von den komplett Irren da, die da rumfliegen, rennen. Alles geht ja komplett kaputt. Ja, und ja, ansonsten bleibt legal. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, Like und Kommentar da. Ist komplett kostenlos für euch und hilft mir sehr. Falls ihr mich mal live erleben wollt, könnt ihr gerne auf twitch.tv/trinox vorbeischauen. Da streame ich regelmäßig. Schaut einfach meinen Streamplan nach oder hinterlasst einen kostenlosen Follow und ihr bekommt dann Benachrichtigungen, wenn ich online komme. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich im Kommentar hinterlassen. Ansonsten würde ich sagen, bleibt legal, haut rein und ciao.